Ich weiß nicht einmal, was ich hier mache. Du weißt doch gar nicht, wer ich bin. Du hast gebetet, an Gott geglaubt. Dein ganzes Leben lang. Nie etwas Falsches getan. Und hier bist du nun. Du bist der netteste Mensch der Welt. Und ich der gemeinste. Du hast Demenz. Und mein Leben ist perfekt. Erkläre mir das. Manchmal erlaubt der Teufel den Menschen ein sorgloses Leben, weil er nicht will, dass sie sich Gott zuwenden. Ihre Sünden sind wie ein Gefängnis, außer dass es bequem erscheint und es keinen Grund gibt, es zu verlassen. Aber die Tür ist offen. Bis eines Tages die Zeit abläuft und sie für immer zufällt und schließlich ist es zu spät. Wie war noch Ihr Name?